Liebe Gäste, auch im Namen des gesamten Präsidiums des Landtags von Nordrhein-Westfalen und aller Abgeordneten dieses Landtags begrüße ich Sie alle sehr herzlich hier in der Herzkammer dieses Hauses, dem Plenarsaal des Landtages. Der Staat Israel wird 70 Jahre jung. Ich bin dankbar, dass Sie, Herr Botschafter Issacharow, an diesem besonderen Tag bei uns in Nordrhein-Westfalen sind. Wir werden in dieser Feierstunde Zeugen eines ganz besonderen Ereignisses. Herr Otten, den ich gemeinsam mit seiner Frau ganz herzlich willkommen heiße, wird gleich stellvertretend für seine Großeltern die Ehrung Gerechte unter den Völkern entgegennehmen. Es gab sie auch hier bei uns, die, die klarer gesehen und mutiger gehandelt haben. Herzlich willkommen Ihnen. In diesem Zusammenhang ist es mir und uns allen eine besondere Freude, die Urenkelin des vom Ehepaar Ott geretteten Emanuel Neutrust hier zu begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Andrea Neutrust, und danke für Ihr Hiersein heute. Sie sitzen da vorne. Ich danke Ihnen für die Einladung aus Anlass des 70. Geburtstag des Staates Israel hier im Landtag zu sprechen. Sehr gerne bin ich heute nach Düsseldorf gekommen. Now later on we will get to know the story of a man and woman who in the time of the Nazi era decided to help Jews and thus save their lives. The story happened 74 years ago in this city in Düsseldorf, and Yad Vashem and the State of Israel honor today Joseph and Maria Otten, and it's a great privilege that their son is with us today. As righteous among the nations, because they risk their own lives in order to save others. Liebe Gäste, die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem ist der zentrale Gedenkort für die 6 Millionen ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer. Und dieser Ort gibt ihnen ein Denkmal und einen Namen. Das bedeutet Yad Vashem. Yad Vashem tut aber noch mehr. Schon bei der Gründung 1953 wurde das Programm der Gerechten unter den Völkern beschlossen. Und das ist tatsächlich einzigartig in der Welt. Mit diesem Titel werden nichtjüdische Menschen geehrt, die während der Shoah unter Einsatz und Gefahr für das eigene Leben Juden gerettet haben und dafür keine Gegenleistung erhalten haben. 1963 wurden die ersten Retter mit dem Titel ausgezeichnet und die Namen aller Gerechten werden auf einer Erinnerungswand im Garten der Gerechten in Yad Vashem verewigt. Und wenn Sie einmal dorthin fahren, dann können Sie nach den deutschen Gerechten suchen und Sie werden 601 Namen finden. Und darunter sind auch die Namen von Josef und Maria Otten. Die Gerechten sind dort aufgeführt, auf diesen Wänden nach Ländern. Im Moment sind es 51 Länder und bis Januar 2017 hat Yad Vashem 26.513 Menschen mit diesem Titel geehrt. Kommen wir jetzt zur Rettungsgeschichte. Die Retter sind Josef Otten, geboren am 10. Dezember 1903, gestorben am 31. Juli 1979, und Maria Otten, geborene Belgo, geboren am 17. Juni 1904, gestorben am 6. Juli 1959. Der Überlebende ist Emanuel Neutrust, geboren am 19. März 1885, gestorben am 4. Januar 1947. Der Ort der Rettung ist Düsseldorf. Und die Familien des Geretteten und der Retter Neutrust und Belgo Otten, die kannten sich gut, denn Peter Belgo, der Bruder von Maria Otten, hatte Bärtchen Neutrust geheiratet, die Tochter von Salomon Neutrust, der wiederum der Bruder war von Emanuel. Der Jude Emanuel Neutrust war mit der Christin Emma Schaf verheiratet. Die beiden lebten in Essen und hatten 3 Kinder. Und Emanuel Neutrust war Kaufmann und betrieb einen Handel mit Stoffen. Sobald die Nazis 1933 an die Macht gekommen waren, begannen sie mit der Umsetzung ihrer antijüdischen Politik. Ständig gab es neue Gesetze, Verordnungen und Verbote, um die jüdische Bevölkerung zu diskriminieren, zu demütigen, sie in ihrem Alltag immer weiter einzuschränken und sie systematisch aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen. Und im Herbst 1941 erreichte dann die Verfolgung der Juden nochmals ein neues Stadium. Es begannen die Deportationen in die Ghettos und Vernichtungslager. Emanuel Neutrust hatte im Ersten Weltkrieg als Soldat für Deutschland gekämpft. Er wurde verwundet und kehrte mit Auszeichnung aus dem Krieg zurück. Da er mit einer Christin, in der Terminologie der Nazis mit einer Arierin, verheiratet war,
war er zunächst vor der Deportation geschützt. Doch im Sommer 1944 erhielt auch er den Deportationsbefehl. Und er folgte den Anweisungen der Gestapo nicht. Stattdessen wagte er den mutigen Schritt in die Illegalität. Er wusste, dass er untertauchen musste, wenn er überleben wollte. Und so wandte er sich in seiner Not an seine Nichte Bärtchen, die Tochter seines Bruders Salomo, und fragte, ob er bei der Schwägerin Maria und deren Mann Josef Otten in Düsseldorf versteckt werden könnte. Und das muss man sich so vorstellen, dass da in der Winkelsfelder Straße 14 plötzlich ein Mann vor der Tür steht und sagt, wenn ihr mich nicht aufnehmt, weiß ich nicht, wohin. Und das Ehepaar Otten zögerte keine Sekunde und entschied, dem verfolgten Juden Emanuel Neutrus zu helfen. 9 Monate lang versteckten sie ihn im Keller ihres Hauses und versorgten ihn über den gesamten Zeitraum mit Lebensmitteln. 9 Monate. Wir müssen uns klar machen, wie viel sie dabei riskierten. Sie mussten sich fragen, welche Folgen hat diese Entscheidung für uns? Was wird geschehen, wenn wir entdeckt werden oder verraten? Und zu diesem Zeitpunkt wusste auch niemand, wie lange der Verfolgte in der Illegalität bleiben musste. Waren es Monate oder Jahre? Wie lange würde der Krieg noch dauern? Und man darf auch nicht vergessen, dass bis zum Ende des Krieges im Mai 1945, buchstäblich bis zum allerletzten Tag, die Deutschen an ihrem Plan festhielten, jeden einzelnen Juden zu finden und zu ermorden. Emanuel Neutrust konnte den Keller in den 9 Monaten praktisch nie verlassen, um nicht entdeckt zu werden. Und so schwebte über den beiden Helfern und dem Versteckten permanent jede Stunde, jeden Tag die Gefahr, denunziert oder ausgeliefert zu werden. Es gibt eine schriftliche Aussage zu den Geschehnissen von Karl-Heinz Spanke, dem Enkel von Salomo Neutrus, Emanuels Bruder, der leider heute nicht hier sein kann, aber ich möchte zitieren, was er berichtet. Im Herbst 1944 erzählte mir mein Großvater Salomon, dass sein Bruder Emanuel Neutrust aus Essen die Aufforderung zur Deportation erhielt und sich in seiner Not bei den Eheleuten Josef und Maria Otten im Keller versteckte. Mein Großvater hatte Angst, alleine seinen Bruder zu besuchen und bat mich, ihn zu begleiten. Daraufhin besuchte ich gemeinsam mit meinem Großvater Salomon meinen Großonkel Emanuel heimlich bei Dunkelheit im Keller der Familie Otten. Und dann berichtet Karl-Heinz Spanke noch etwas. Er sagt, mein Großvater Salomon erzählte mir später, dass er selbst Ende 1944 zur Deportation aufgefordert worden war und sich ebenfalls im Keller der Eheleute Otten gemeinsam mit seinem Bruder Emanuel hatte verstecken können. Nach dem Krieg schrieb auch Emanuel Neutrust eine Erklärung, die ich ebenfalls zitiere. Ich, Emanuel Israel Neutrust, geboren am 19. März 1885 in Essen, bestätige hiermit, dass Herr Josef Otten aus Düsseldorf, der Schwager meiner Nichte, mich 9 Monate versteckt gehalten hat, als die Gestapo mich ins KZ schaffen wollte. Auch hat er mich in der Lebensunterhaltung unterstützt, da ich keine Lebensmittelkarte erhielt. Mit Hilfe des Ehepaars Otten konnte Emanuel Neutrust den Holocaust überleben. Meine Damen und Herren, wir erinnern heute daran, dass Josef und Maria Otten sogar in der dunkelsten Zeit der deutschen Geschichte sich ihre Menschlichkeit bewahrt haben, ganz im Gegensatz zur überwältigenden Mehrheit ihrer Mitbürger. Sie gehören zu den ganz wenigen Menschen, die für sich einen Handlungsspielraum gefunden haben, in einer Zeit, wo es ja angeblich gar keinen gab. Und das zeigt ja auch, dass dieser oft gehörte Satz, man konnte ja nichts tun, einfach nicht stimmt. Josef und Maria Otten sind ein Beispiel dafür, dass jeder einzelne Mensch tatsächlich einen Unterschied ausmachen kann. Und solche Menschen können uns auch heute noch Orientierung geben, Vorbild sein und uns inspirieren. Und sie können uns zum Nachdenken anregen. Wir können uns fragen, wie hätte ich damals gehandelt, wenn da ein Mensch bei mir vor der Tür steht und sagt, wenn du mich nicht aufnimmst, weiß ich nicht wohin. Hätte ich auch den Mut gehabt zu helfen, trotz aller Ängste und Gefahren. Und ich zitiere noch einmal Karl-Heinz Spanke, den Enkel von Salomon Neutrust, der über die Helfer sagte, Angst hatten sie alle. Und wer sich distanziert hat, der hat auf seine eigene Haut geachtet. Denn es war nicht jeder mutig. Wenn jeder mutig gewesen wäre, wäre es vielleicht alles ganz anders gekommen. Und meine Damen und Herren, interessant ist, die meisten Gerechten unter den Völkern haben sich selbst gar nicht als besondere Menschen gesehen. Wenn man sie gefragt hat, warum hast du denn geholfen, kam die Gegenfrage, was hätte ich denn sonst tun sollen?
Und auch deshalb ist es so wichtig, dass das israelische Programm der Gerechten unter den Völkern diese sehr kleine Minderheit mutiger Frauen und Männer aus der Reihe der großen Mehrheit der Täter, Kollaborateure und Mitläufer hervorhebt. Wir freuen uns sehr, dass Josef und Maria Otten von Yad Vashem in den Kreis der Gerechten unter den Völkern aufgenommen wurde. Und ich hatte erwähnt, der Name ist auf der Erinnerungswand verewigt. Außerdem verleiht Yad Vashem aber eine Ehrenurkunde und eine Medaille. Und das ist der Moment, Herr Otten, es ist soweit. Ich darf Herrn Otten nach vorne bitten. Meine Damen und Herren, bei den Yad Vashem-Ehrungen kommt auch die Familie der Geehrten zu Wort und ich freue mich, dass Günther Otten im Namen der Familie Otten nun sprechen wird zu uns. Ein großer Tag für Israel, aber auch ein großer Tag für meine Familie. Dass einmal meinen Großeltern nach so vielen Jahren diese Ehrung und Aufmerksamkeit zuteil werden würde, hätten sie zu ihren Lebzeiten nie träumen gewagt. Im Namen meiner Familie möchte ich mich für die posthume Ehrung meiner Großeltern, Maria und Josef Otten, herzlich bedanken. Für uns ist die Würdigung eine große Ehre. Was waren nun die Beweggründe meiner Großeltern? Seit Frühjahr 1944 wurde mein Vater an der Ostfront vermisst. Feldpostbriefe kamen mit dem Vermerk, unzustellbar zurück. Sein Schicksal galt als ungewiss. Diese Situation war für meine Großeltern unerträglich und förderte aber auch ihre Bereitschaft zur Hilfe. Meine Großeltern, ich möchte es so formulieren, waren weder politisch engagiert noch religiös motiviert, sich gegen das Naziregime aufzulehnen. Sie hatten in der angstbesetzten Zeit, als Terror und Schrecken durch das Naziregime verbreitet wurden, aber den Mut, der Stimme ihres Gewissens zu folgen. Und sie ließen sich von ihrem Mitgefühl leiten. Meinen Großeltern war sicher nicht bewusst, dass ihr Handeln als stille Aufforderung verstanden werden kann, sich einzumischen, wenn Menschlichkeit gefordert ist. Emanuel und Salim Neutrust hatten das große Glück, das Tor zur Hölle nicht betreten zu müssen. Liebe Großeltern, das habt ihr gut gemacht. Für mich seid ihr ein Vorbild. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Shalom.